So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA 21 und wir machen heute weiter mit unserer kleinen Karriere hier in Liga 3. Letztes Spiel gab es dieses 4-1 gegen Wien Wiesbaden und damit sind wir momentan ziemlich gut dabei. 46 Punkte haben wir, 10 Punkte Vorsprung auf Sandhausen. Das ist, bin ich ziemlich zufrieden drüben mit dem Ergebnis. Und wer geht jetzt als nächster Gegner rein? Das sind jetzt nicht mehr so allzu viele, ich weiß gar nicht. Weil der jetzt auch kommt, es dürften eigentlich keine Gegner sein von oben. Ich glaube, ich habe es gegen sie alle gespielt. Lautern! Ach, ja, stimmt, die waren ja auch noch dabei irgendwo. Der FC Kaiserslautern, den hätte ich eigentlich so ein bisschen erwartet mit da oben. Unter den ersten sechs, aber das ist halt nicht machbar. Da stehen nämlich unter einem drei Absteiger mit drin. Na gut, dann spielen wir heute gegen den FC K. Ich bin bestimmt auf dem Betzenberg. Oh, das Spiel war ja ein Auswärtsspiel. Ne, dann sollten wir jetzt ein Heimspiel gegen Lautern haben, ja. Im Pokal sind wir aber da. Oh, Lautern ist nur 18. Die sind unten gegen den Abstieg dabei. Da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die... Bei denen hätte ich ein bisschen gedacht, oh, die sind vielleicht ein bisschen mehr mit oben dabei. Aber scheinbar nicht. Naja, gehen wir rein. Gehen wir rein in dieses Spiel. Krüger, der hat natürlich sehr viel Selbstvertrauen und da im letzten Spiel haben wir drei Tore gemacht. Platte momentan ja nicht so der Torschützenkönig, der Torjäger. Ah, schade. Jawohl, der ist drin. Foul, ja. Den hat er gehalten, schade. So, B haben wir gekriegt für. Oh mein. Na gut, egal. Dann gehen wir mal ins nächste Spiel. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn der hat ja im letzten Spiel einen Dreierpack erzielt. Klappt das heute auch wieder? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ihr Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt. Und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die ja, Stimmung führender gegen 18. Das ist dann auch das beste Heimteam gegen das schlechteste Auswärtsteam zurzeit. Wird schwer für Sie hier auswärts was mitzunehmen. Zu heimstark scheint der Gegner zu sein. Momentan schon, ja. Momentan läuft es. Wir haben ja 14 Siege jetzt in Folge. Unter anderem zwei Bundesligisten geschlagen mit, in Berlin und zu Hause gegen den SV Werder. Im Halbfinale geht es jetzt in Augsburg weiter. Das ist durchaus ein machbarer Weg in Richtung Halbfinale und dann müssen wir mal gucken, wer der nächste Gegner wird. Aber jetzt erstmal dann Augsburg packen und jetzt erstmal aber volle Konzentration aus dem ersten FC Kaiserslautern. Na gut, egal. Gucken wir mal, wie weit wir heute kommen, wie weit wir spielen. Unverändert natürlich. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Der erste FC Kaiserslautern greift heute zu dieser Aufstellung. Na gut, los geht's. 5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Platte, ja, ja, aber momentan auch ein bisschen mehr auf Tore wartet. Na, es ist keiner in der Mitte, ne? Ja, es ist momentan keiner in der Mitte. Mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Erstmal gelb, ja. Das Foul
richtige Entscheidung. Das haben wir sich übermotiviert. Früh vorbelastet zu sein, ist natürlich ganz schlecht für den Spieler. Ich habe jetzt also kein Gelb-Rot vergabt. Gelbe Karten auch sehr, sehr wenig. Also momentan läuft es gerade so ein bisschen. Jetzt gibt es, glaube ich, auch Gelb dafür laut dann, oder? Nee, gibt's nicht. Da wird keine Zeit verschwendet. Schnell ausgeführter Freistoß. Ist hier immer noch aber. Bringt den Ball jetzt. Ja, das war nicht schlecht, die Situation. Und es gibt jetzt einen. Und das könnte gefährlich werden. Ich glaube, viele Änderungen wird es in der zweiten Liga auch nicht geben, wenn wir wirklich aufsteigen sollten, wo es ja momentan aussieht. Ich denke, mit den großen, allergrößten Umwürfe zu geben, wenn wir hochgehen in die Bundesliga. Aber da machen wir jetzt mal gar keine Gedanken. Wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Kaiserslautern. Ich mache mir nämlich so ein bisschen, was die Zukunft irgendwann betrifft in meinem Verein. Ich habe ja, wie gesagt, fast viele Listen. Also natürlich suche ich natürlich, ich suche noch 2 bis 3 Innenverteidiger. Moment, gerade kurz gucken. 2 bis 3 Innenverteidiger auf jeden Fall und Linksverteidiger und vielleicht auch einen rechten Mittelfeldspieler. Und dann habe ich zumindest mal so ein bisschen meine Ideen abgearbeitet. Ah, scheiße. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Ballverlust ist weg, ja. Ich konzentriere mich jetzt erstmal gerade aufs Spiel. Bisschen was. Bujelab, der gut spielt. Und der Vorteil für Schalke. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Konterchance ab. Ja, gut abgefangen. War die Konter nicht ausgespielt. Ballverlust. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Kolasinac, ja, der kommt aber überhaupt nicht ins Spiel momentan. Und Tor für Lautern 1-0. 24. Minute, der da in 18. führt. Ah, zu viele Gedanken momentan im Spiel. Ich mache mir zu viele Gedanken weiter über die Zukunft, ja, um jetzt auf die Gegenwart zu gucken. Ludewig, ja, der hat den Ball verloren. Ja, natürlich feiern die Gästefans hier ihre Mannschaft. Gerade so ein bisschen, sie führen mit 1-0. Und das versuchen wir mal zu reagieren. Platte. 28. Minute. Reißt hier heute unsere Siegesserie? Fragezeichen. Oh, da geht aber keiner mit. Jetzt. Ja, könnte was werden. Ah, den kriege ich aber nicht. Gut gemacht. Speichere den Ball. Gut unter Kontrolle bringt, gerade momentan. Ballverlust. Renu. Platte jetzt. Ja, aber der kriegt den nicht auf den Stürmer da vorne gespielt. Ich krieg den nicht auf die Position da vorne. Egal, alles gut. Sie haben Platz. Zug. Ja, sie können erstmal klären. So, nächster Ball. Ich versuche jetzt gerade ein bisschen zu kontern. Platte. Ja, ich kam nicht schneller in Position. Das haben sie mir gut haben sie gut weggespielt. Ja, momentan kriegen wir es nicht hin, weil die Lauterer jedes Mal die wichtigen Bälle versperren. Ich habe jetzt zweite Mal eine Situation gehabt, wo ich den Ball vorne in die Spitze spielen könnte oder auf die Außen spielen konnte. Das haben sie mir jedes Mal verhindert. Und momentan nach dem Fehler von Ludewig, von ihm hier, der 2. Sie verlieren den Ball. Das können wir führen sie momentan mit 1-0, haben sie halt in einen Nadelstich gesetzt. Flanke geht rüber, an den langen Pfosten. Jetzt hat Ludewig den Ball mal geholt, der aber wieder nicht ankommt. Und da macht es abseits, ja. Jetzt vielleicht mal. Platte. Der durchgeht jetzt mal ein bisschen. Vielleicht kriegt man ja noch eine Chance. Geht er rein. Oh, schade. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Ja. Die Gäste führen hier mit 1-0. Die Partie ist eng und viele Tore haben wir bislang auch noch nicht gesehen. Ja, und die zweite Hälfte könnte nochmal so eng werden. Dann entscheiden hier die kleinen Finger.
Ja, und der kleine Fehler, den einzigen kleinen Fehler, den wir hatten, haben wir, oder den einzigen Fehler, der passiert ist, haben wir gemacht. Gucken wir mal, ob wir jetzt in der zweiten Halbzeit hier noch dieses Spiel gedreht bekommen. Die zweite Hälfte beginnt. Der Ball kommt weg, zuck. Hendrik zuckt, der Ball. Schön gemacht. Und wieder nicht. Hat wieder nicht geklärt. Also die kriegt gerade so ein bisschen... Gefällt mir gerade so ein bisschen gar nicht, was ich da jetzt gerade spiele. Auch, ja, ich krieg den Platte da vorne nicht in Position. Das ist gerade zum echt zum Kurzen. Ich probiere jetzt mal mit dem Wechsel. Vielleicht kriege ich mit Ganvula ein bisschen mehr Füße hinten rein, vorne hin. Jetzt müssen sie aufpassen. Gute Pässe jetzt. Tor! Nein. Doch nicht. Also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Nicht mehr dabei. Die Nummer 9. Felix Platte. Ja, der heute echt sehr unglücklich hantiert und deswegen auch den Wechsel. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Auf der Stürmerposition. Elfmeter! Aber da hätte er mir auch laufen lassen können, den Ball. Den hätte er mir aber laufen lassen können, weil der wäre durch gewesen vorne. Elfer. So, Wechsel bei Lautern. Und jetzt macht Krüger, der im letzten Spiel 3 Tore gemacht hat. Ufer. Ich krieg keine Elfmeter, keine Freischüsse, gar nichts versinkt. Unglaublich! Ecke kommt in den 16er. Da können Sie klären. Gefällt mir momentan nicht. Guter Ball nach draußen. Schöne Aktion. Sehr gutes Abseits. Ja! Ist kein Abseits. 60. Minute, 1-1, Ganvula. Endlich. Das wird ihn ärgern. Sah hier alles nach einem zum Null für ihn aus. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive. Schön durch die Beine und dann versenkt er das Ding. 1-1. Der Ausgleich. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ja. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. 30 Minuten noch. Wir haben ein bisschen Zeit noch. Aber wir müssen natürlich dranbleiben jetzt in der Situation. Und wieder verliert Lautern den Ball. Bisschen zu sehr momentan. Und das ist Kobylanski. Das muss es sein. Die legen noch eine nach. Spiel gedreht. 65. Minute. Spiel komplett gedreht. Yes! Den Keeper trifft da keine Schuld. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Der Fehler passiert vorher. Schlechtes Abwehrverhalten. Zwei Leute frei durch. Konsequenz, Tor. Ja. Kurz zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier. Glück gehabt. Ey, bisher sind wir... Jetzt passt es zumindest. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Die Nummer 19. Ganvula, wie gesagt, mit seinem Doppelpack, Doppelschlag mehr oder weniger, hat er ja 2 Tore direkt hintereinander gemacht. Kraus. Jetzt sind sie am Ball. Kraus. Ja, kommt nicht so ganz. Und dann der Ball fällt los und die kriegt sich durch. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Und Lautern verpasst die Riesenchance, hier zum Ausgleich zumindest zu kommen. Sie legen nach dieser unglaublichen Glanzparade weiter knapp hin. Ich glaube, wenn sie weiter so Druck machen, dann fällt hier erstmal der Ausgleich. Oh, Mamba. Das könnte die Gelegenheit geben. Oh, Strini Mamba. Ja, nächste Chance. Das Ball hält die Mannschaft noch momentan im Spiel zurück. Jetzt kommt die Ecke. Kein Tor. Die kriegen es momentan. Ja, ich krieg die Dinger nicht gerade rein, ne. Wieder eine Ecke verschossen.
76. Minute. Das Ding ist definitiv alles andere als zu. Ritter, ja, der hat das Ding jetzt. Ich glaube, das könnte der Abschluss geben. Gedecke. 12 Minütchen noch. Er geht in den Strafraum. Jawohl, hat er. Gut geklärt, das war wichtig. Ja, gute Gelegenheit vielleicht. Wo drin und verhindert das Arnold das Ausgleichstor. Jetzt wird Lautern wieder stärker. Also das wird ein hartes Stück Arbeit nach den letzten 10 Minütchen. Ecke kommt. Ja, Lautern kommt aber jetzt gerade so ein bisschen lang aber hinten über die Verteidigung weg. Sie haben den Ball. Und jetzt haben wir ihn. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Und jetzt könnte es Gambula zumachen. 86. Minute, 3:1. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding so eiskalt. Sehr gut, sehr gut. Meine Katze liegt nur nebenbei, deswegen kurz um die Aushalte. So. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Ja, wie gesagt, hat seine Situation genutzt, seine Chancen genutzt, hat es eingewechselt, macht 3 Nüsse da vorne drin und dank ihm haben wir das Ding hier noch gewonnen. Aber wie gesagt, das sah nicht wirklich danach aus, regelmäßig. So, es wird auch gleich einen Doppelwechsel geben. Sie geben den Ball ab. Schönes Zuspiel hier. Oh, dann macht Kobylanski vielleicht noch. 4:1. Tor für Schalke. In der Nachspielzeit. Also 4:1 ist es ziemlich deutlich. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Da gab Wulla 3 Tore, eine Vorlage. Obwohl sie dicht dran sind, aber spitze gemacht. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Ja, ich denke davon aus, dass das heute das Ende sein wird. So, jetzt geht Kobylanski raus. Also heute hat es echt gepasst, so gerade so ein Spiel noch zu gewinnen. 4:1 jetzt also. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Ihr hört den Schlusspfiff, der Sieg geht heute also an den Glück gehabt. Was für ein Spiel. Eine klasse Leistung heute, am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Also mühelos war es definitiv nicht. Mühelos war es heute definitiv nicht. Guter Ball nach draußen. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Oh, gefährlich. Das muss es sein. Sie legen noch einen nach. Doppelschlag binnen weniger Minuten und jetzt ist der Jubel natürlich groß. Gut gemacht, auf jeden Fall. Nach dem 0:1 der Pause. Da können wir doch mal wieder ein bisschen Interviews machen. Komm. So, wir sind die anderen Spieler ausgegangen. Ach, das konnte ich jetzt gerade so schnell nicht sehen. Okay, egal. Nicht tragisch. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. So.
Heute war auf jeden Fall überragend. Also groß überlegen waren sie nicht. Wir haben einfach genau in dem Moment die Tore gemacht. Also dann hat es einfach mal gepasst wieder. Vielen Dank für diese Aussagen. Ja. Gut, dann haben wir dann für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem letzten Spiel der Hinrunde.